Das Gleichnis von seinem Licht ist wie eine Mishkat, eine Nische. Und ich hatte euch die beschrieben. Ihr habt das bestimmt schon auch mal in Filmen gesehen, wie in Aladdin. Das ist so diese Bogenform, diese Mishkat, die sie früher hatte. Ja, wenn man da eine Lampe reingestellt hat. Wisst ihr, was noch genau so aussieht? Was genau diese Form hat? Von dieser Mishkat, wie eine Nische, wie man sie früher in Wänden hatte? Ihr selber habt diese Form in euch. Es ist dieser Teil. Eure Rippen. Wenn ihr mal einen Menschen gesehen habt, nur die Knochen von ihm, dann sieht dieser Teil von euch, nur dieser Teil, er sieht aus wie eine Mishkat, wie eine Nische. Und in der Mishkat war was? Da drin war eine Lampe. Und genau das Gleiche tragt ihr auch in euch. Was befindet sich hier drunter? Was befindet sich hier drin? Wenn ihr reinschauen könntet, wenn ich nicht diese Klamotten an hätte, nicht das ganze Fleisch da drumherum und die Haut. Wenn ihr reinschauen würdet, was ist da drin? Es ist euer Herz. Euer Herz ist in dieser Nische, in dieser Mishkat. Und was sagte Allah über diese Lampe, die in dieser Mishkat, in der Nische ist? Sie hat ein Öl, ein gesegnetes Öl. Und es braucht nur einen Funken, dann fängt es an zu leuchten und zu strahlen. Nur ein kleiner Funke und es ist schon alles angezündet. Und dasselbe tragt ihr auch in eurem Herzen. Exakt dasselbe tragt ihr in eurem Herzen. Wisst ihr, was Allah euch gegeben hat? Was nur auf einen Funken Licht wartet. Und es fängt an zu strahlen und an zu leuchten. Wisst ihr, was das ist? Es ist eure Fitra, eure natürliche Veranlagung in eurem Herzen. Damit hat Allah euch erschaffen. Und sie wartet nur darauf, dass ein Funke kommt. Ein Licht, eine Rechtleitung von was? Von Allah. Und es fängt fast von selber an zu leuchten. Mit diesem gesegneten Öl, man kann sich das richtig vorstellen, wie Allah das beschrieben hat. Wenn ein Funke kommen würde, es würde nicht einfach nur anfangen zu leuchten, es würde alles überstrahlen. Und genauso ist das auch mit der Fitra. Und was sagte Allah noch über die Lampe? Sie ist in einem was? Sie wird geschützt, oder? Von einem Glas. Also Zujaja, von einem schönen Glas. Und das funkelt und strahlt so. So wie er das beschreibt, so wie ein funkelnder Stern. Man muss es immer polieren. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Herz? Er sagte über das Herz, jedes Mal, wenn der Sohn Adams eine Sünde begeht, dann bildet sich auf seinem Herzen was? Ein schwarzer Punkt. Und mit jeder Sünde kommt noch einer dazu. Und was müssen wir deswegen immer machen? Reinigen. Wir müssen das immer reinigen, damit das immer so schön strahlt und funkelt, wie dieser strahlende Stern. Wie Allah dieses Glas beschrieben hat, in dem sich die Lampe befindet. Und es ist noch mehr. Diese Lampe, wo steht sie? Wo war diese Lampe? In einer Mishkat, oder? Wisst ihr, warum man früher die Nischen so gebaut hat? Das war nicht einfach nur Deko. Man hat diese Nischen in der Wand so konstruiert, dass sie nicht nur die Nische beleuchten und nicht nur die Lampe, sondern den ganzen Raum. Und genauso ist es mit dem Licht, was ihr alle in euren Herzen tragt. Diese Rechtleitung, die Allah euch gegeben hat, dieser Funke, der das, was in eurem Herzen ist, angezündet hat, zum Strahlen gebracht hat. Es ist nicht nur für euch gedacht, auch, ja, es ist auch für euch gedacht. Aber es ist nicht dafür gedacht, dass ihr es behaltet. Es ist dafür gedacht, dass ihr eure Umgebung damit erleuchtet. Mit euch selber. Mit dem, was euch als Menschen auszeichnet. Und dass ihr dieses Licht weitertragt an andere. Das ist das Gleichnis von der Mishkat. Ein Licht nicht nur für euch, ein Licht, was ihr nach außen tragt. Und was passiert? Was passiert, wenn du dieses Licht, was du in dir trägst, wenn du es zu anderen Menschen bringst? Das beschreibt Allah weiter in diesem Vers. Was dann herauskommt, das Resultat von dem Ganzen. Was passiert dann? Nurun ala nur. Licht über Licht. Ein Licht nach dem anderen. Alles erstrahlt in einem Licht. Einfach nur, weil du das Licht nicht in dir behalten hast. Du hast es nach außen getragen.